Okay, jetzt können wir frei rumlaufen. Die buggt irgendwie ein bisschen. Kann das sein? Was passiert hier? Jetzt sind wir auf irgendeinem Server. Jetzt habe ich das weggeklickt. Das sind jetzt andere noch drauf. Also Bekleidungsgeschäft sollen wir. Da hat jetzt irgendwas gestanden. Ich habe es jetzt nicht anzeigen lassen. Warum ist übrigens Bank weg oder was da gestanden hat? Okay. Neue Waffe. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht hier gekillt werde. Dann ist mein Bargeld irgendwie weg. Also es wird markiert schon. Sehr viel Text. Da liegt ein Auto. Warum ist mein Aufdruck hier weg? Dafür habe ich bezahlt. Ich brauche ein Auto. Ich brauche immer noch ein Auto. Ja. Genau, das ist das hier mit Geld oben, was da steht. Und das wäre behindert, wenn man zu viel Geld in der Tasche hat. Ich weiß nicht, wie viel Geld man haben kann und wie viel die dann klauen, wenn man stirbt. Ob die das alles klauen dann. Aber es ist geil, dass ich echt eine halbe Mille schon habe. Oh. Sehr schön. Damit kann man sich schon einiges kaufen. Ein Haus zum Beispiel. Genau. So, den überfahren wir erstmal. Scheiße. Das geht ja auch. Habe ich den jetzt gekillt? Nee, der ist drin. In dem Ding. Geht das immerhin schneller, Kopf abschütteln hier? Ich muss die Kopf abschütteln. Scheiße, ich hasse das. Jetzt regt mich das auch in GTA 5 aus. Auf. Im Online-Modus. Nein! Oh Mann, oh. Ich dachte, das bleibt mir hier erspart. Aber nee. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ich das echt machen muss hier flüchten. Ja doch, ich muss mir ja was kaufen. Ich hätte den nicht angreifen sollen, aber bevor der mich fickt, fick ich ihn. Obwohl ich ihn ja noch verschont habe. Wir wären jetzt schon da. Da kann man Waffen kaufen, das kennt man ja. Ja, im Moment ist noch nicht so viel auf der Karte zu sehen, was man machen kann halt. Aber das kommt alles noch. Wenn hier freie Auswahl ist. Bis dahin spielen wir heute. Dann ist das Tutorial vorbei. Und dann geht's richtig los. Dann haben wir freie Auswahl. Der ist da immer noch. Was soll ich machen, wenn er mich abballert? Das nervt. Ballerst du mich ab? Mir fehlt doch nur Kleider kaufen. Hä? Geschlossen? Warum? Warum? Hab ich Schuld? Also, das ist mies. Ich glaube, ich habe das kaputt gemacht. Verpiss dich. Ich weiß echt nicht, wie nervig die sind. Wenn man da irgendwie nur Scheiße bauen will, wird man abgeknallt. Das wird vielleicht noch extrem bitter werden. Ja, man kann wahrscheinlich auch einzeln spielen. Also auf einzelne Server gehen mit dem Kollege. Aber ist ja auch trotzdem ein bisschen lustig. Wenn da noch andere sind. So, wo haben wir denn hier das Geschäft? Ah, Binko. Binko, mal schauen, was wir uns jetzt kaufen. Ich habe jetzt natürlich einiges an Geld. Da ist schon einer. Was kaufen wir denn? Ich will eine Mütze. Aber in Blau, bitte. Ich sehe so aus wie, keine Ahnung, als ob ich auf Droge wäre. Kappe vorwärts. Nein, so eine nicht. Nein. Moment, vielleicht war die bei Kappe vorwärts. Ah ja, genau, so eine will ich. Aber eigentlich in Blau. Muss ich mir was kaufen? Kann ich nicht Farbe ändern? Die gibt's noch nicht. Ich denke, die werden dann freigeschaltet. Ich sehe echt schwul aus, ey, ohne Scheiß. Ich guck wie ein dummer Typ. Komm, die holen wir in Schwarz. Ich hätte die gerne in Blau. 415! Und ja, mehr kaufe ich nicht. Das mache ich alles. Was? Achso. Okay. Was hat hier nochmal gestanden? Als ich vorbeigelaufen bin? Keine Ahnung. Verpiss dich, Kollege.
Ist das jetzt mein Auto hier? Was soll ich denn jetzt machen? Okay, Schnellstern. Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung gerade. Muss ich noch was kaufen? Da ist jetzt am Anfang wieder sehr viel Text und so. Aber das gehört halt dazu. Lama, ich habe gehört, ein Laden in der Nähe soll ein Riesengeschäft gemacht haben. Was? Ah, Überfall mit Lama. Gedrückt halten? Ne, drücke. Ah, einladen. Wir haben die Einladung zum Job von Lama. Lama ist so unser Partner, unser, keine Ahnung, Einführungstyp, Partner. Und genau, wir können auch andere Leute einladen zu Jobs und so. Und wir werden bestimmt auch die ganze Zeit eingeladen von Leuten, die auch auf dem Server sind. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache, ob Leute von meiner Freundesliste, also Zuschauer von mir, da mitspielen können, ob ich das so einstelle, dass sie mir hinterher schauen können. Im Moment können die das noch nicht, weil das ist das Tutorial. Hat er überlegt mit dem Gast, der dann am Part 2 dabei ist, dass wir das so zusammen irgendwie machen. Aber das ging nicht mit hinterher joinen. Und deshalb nehme ich das jetzt alleine auf. Überfall, okay. Die werden so markiert. Wo muss ich da reingehen? Achso, ich muss... Achso, Überfall den Laden. Einfach überfallen. Make it quick. Hä? Wo ist denn der? Ah, da. Gib mehr Geld. Na komm, gib das Geld raus. Ich habe zwar genug, aber man kann ja nie genug haben. Ich schrei über das Headset. Ich habe kein Headset. Ich habe ein Mikro. Das ist an PC angeschlossen, nicht an die Xbox. Das kann ich jetzt nicht machen. Bin ich so einer, der Xbox mit Mikrofon irgendwie verwendet und mit anderen Spielern kommuniziert. Macht das alles über TS und so. Ja, ja, Polizei sucht nach mir, ich weiß. Und warum habe ich mir nicht mein Auto genommen, Stepp? Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Die wissen nicht, wer ich bin. Die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Hä? Warum wissen die, wer ich bin? Ich habe hier nur eingekauft. Okay, das war jetzt komisch. Ja, das mit der Sichtweite, das kennen wir aus der Story. Ach, übrigens werde ich im Wechsel hochladen. Also, wenn heute online kommt, kommt morgen die Story. Dann wieder online um 14 Uhr und dann 14 Uhr die Story und so weiter. Einfach schön im Wechsel, damit jeder zufrieden ist, weil zu viel GTA 5 an einem Tag hochladen ist auch nicht gut. Shit. Fahr, 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 fahr. Nein. Oh Gott, die haben mich da. Falls ihr jetzt das erste Mal ein Video von mir guckt oder GTA 5, ich hasse es, vor der Polizei zu flüchten. Das Mieseste an dem Spiel, finde ich. Für mich zumindest. Ich krieg das nie hin. Oder manchmal. Das regt mich immer auf und es kostet alles viel, viel Zeit. Wir möchten auch nur das Tutorial hier abschließen. Aber geht es irgendwie schneller? Wow. Irgendwie schneller gerade. Dass man schneller aus dem Radar ist. Kommt mir so vor. Aber trotzdem blinken die Sterne noch. So, was soll ich jetzt machen? Lama, sag's mir. Sag mir, was ich zu tun habe. Darf ich jetzt frei spielen? Weiß es nicht mehr, wie lange das jetzt gedauert hat. Hallo, darf ich jetzt mal? Die Polizei weiß doch gar nicht, wo ich bin. Okay. Bargeld. Okay. Drückt halten. Schnell GPS. In der Aktionsmenü. Inventar. Ich kann gar nichts machen. Ah doch, da. Achso, okay. Da kann man GPS machen. Inventar. Okay. Bekleidungsstücke kann man da sehen. Rauchen. Ach, geil. Ah, das ist geil. Ah, man kann auch, glaube ich, dein Fahrzeug absperren. Achso, ne, Freunde. Ah, okay. Niemand. Jeder. Lass dich selbst umbringen. $500. Ah ja. Na gut, das werden wir dann noch alles noch sehen. Und jetzt kriege ich eine SMS oder so. Wer ist eigentlich auf dem Server alles?
Ah ja, kenne ich keinen. Aber das sind jetzt Leute mit höherem Level, unter anderem. Ah, Simeon. Hello, my friend Lamar told me to call you. He said you were something of a big shot, only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out, for sure. Okay, begib dich zu Los Santos Customs. Warum habe ich einen Stern? Was habe ich bitte gemacht? Okay, irgendwas mit Fahrzeugen kann man. Steht ein Fahrzeug. Achso, okay. Ich will aber nicht das Fahrzeug. Ja, ich weiß, die Cops abschütteln. Okay. Achso, okay, weil das Fahrzeug gestohlen ist. Ich hätte gern ein tolles Auto hier. Irgendwo. Wo bin ich denn eigentlich? Ach da, oh, da fahren nicht so gut rum. Das wäre eigentlich schon besser. Aber das kann man ja noch tauschen. Okay. Boah, das ist echt viel Text. Das ist noch mehr als im Story-Modus. Das kann man doch schon mal nehmen. Los Santos Customs, ist das irgendwie mal markiert? Danke. Wups. Ich hole jetzt einfach das Fahrzeug. Das war jetzt kein riesen Sportwagen. Aber wie gesagt, man kann ja auch später noch ein Auto holen und das dann da benutzen. Wow, leck. Ja, ist natürlich online und dann leckt es ab und zu. Autos kann man natürlich auch kaufen, die kosten natürlich sehr viel Geld. Eigentlich mag ich ja sowas nicht, so Real-Life-mäßiges Ding mit Geld und keine Ahnung. Bei GTA habe ich einfach immer nur online so ab und zu gespielt. Aber GTA 5 ist da schon eine andere Hausnummer, denke ich. Das wird sehr viel Spaß machen. So, wir sind drin. Okay. Ah, Peilsender kann man auch machen, genau, damit man das Auto immer findet. Ah, Versicherung, stimmt, das war auch. Könnte man auch machen. Okay, ja, sowas eigentlich ist nicht so mein Ding. Aber mal gucken. Ja, die App, die muss ich mir mal downloaden, die gibt es ja auch jetzt für Android. Weiß ich noch nicht, ja, mache ich, die ist zwar sehr groß, aber. Muss ich mal machen. Okay, Peilsender und Auto versichern. Erstmal reparieren, so. Schutz vor Diebstahl und Verlust. Ah, ist gratis zum Glück, Peilsender. Und Vollkaskoversicherung, okay. Tune brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, ne. Ich bin fertig, hallo. Fertig. Achso, da unten steht, lass dein Fahrzeug umlackieren. Habe ich gar nicht gelesen. Hm, Primärfarbe. Metallic mache ich gerne. Gratis, geil, ist jetzt alles gratis gerade. Ja, nice. Scheiße, kann ich nicht. Dann halt den Eisweiß. Weil ich es kann. Okay, das reicht, würde ich sagen. Jawohl. Ich habe mir da jetzt nicht so viel Mühe gemacht, aber ich werde das ja auch nicht benutzen. Weiterhin. Denke ich mal. So. Okay. Ah. Ja. Mal gucken, ob ich sowas in Anspruch nehme. Vielleicht, wenn ich echt ein geiles Auto getunt habe und wenn das dann weg ist. Vielleicht kriege ich dann da irgendwie Geld dafür. Mal gucken. Ja, genau, das ist natürlich wichtig, mit getunten Autos Rennen zu fahren. Ja, was soll ich machen? Darf ich jetzt hier frei rumfahren? Ah, herausfordern, okay, spontan rennen. Ja, mal gucken, wie ich das so mache. Wie gesagt, das ist alles sehr offen und wir machen das dann Freestyle-mäßig.
wie wir gerade Bock haben. Alleine würde ich das so machen eventuell, aber wenn man ja noch einen Kollege dabei hat, noch einen Partner, dann kann man das ja besprechen, weil wir werden ja miteinander reden, während wir aufnehmen, ist klar, ist ja ein Together. Gerald, ich muss erst wissen, wie gut du schießt, bevor du etwas für mich erledigen darfst. Okay, begib dich zu den Cypress Flats. Wir müssen ein bisschen schießen üben. Okay. Rüber nach. Wir zu einem spontanen Rennen. Warum rennen? Das ist doch kein Rennen. Wir müssen doch jetzt ballern. Ich will aber jetzt keinen herausfordern. Das ist jetzt irgendwie so eine Deathmatch-Geschichte, glaube ich. So eine Mission, die man dann auch später machen kann. Ich weiß nicht mehr genau. Das muss ich irgendwie ausstellen mit Xbox Live. Dass das nicht. Ich könnte mal kommentieren, wenn ihr das wisst, wie man das ausstellt, dass das nicht die ganze Zeit aufploppt. Habe ich mich noch gar nicht informiert. Weil eigentlich bin ich als offline angezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Ob das geklappt hat. Weil es echt schon ein bisschen nervig und versaut die Aufnahme. So, dann sind wir gleich da. Unsere erste Baller-Mission, denke ich mal. Ja, genau. Ah, da so ist die Last. Was? Last Team Standing hat er gestanden. Ja, genau. 2 bis 8 Spieler. Was ist 76%? Keine Ahnung. Ihr könnt übrigens auch kommentieren, wenn ihr Fragen, wenn ihr Fragen beantworten könnt. Okay, das ist jetzt ein Job. Beginnen, gehen, immer Markierung. Online-Jobs. Schneller Job. Okay, ja. Ich denke, wir werden da immer hinfahren. Okay. Ja, beitreten. Auf jeden Fall, denke ich, jetzt gerade. Okay. Ich muss da jetzt erstmal reinkommen mit den ganzen Jobs da. Okay. Es wird aber sehr viel Spaß machen, gegen andere anzutreten. Und ich komme auch natürlich im Laufe des Spiels da rein. Im Laufe des Projekts. Deathmatch, okay. Ja, genau, das habe ich damals auch gemacht. Ich muss mir natürlich auch Munition und so kaufen, das ist natürlich wichtig. Und Waffen. Ja. Da gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Jobs und Sachen zu machen. Wird sehr, sehr lange gehen, das Projekt. Okay, wir müssen nett sein. Sonst dürfen wir nur mit anderen Spielverderbern spielen. Gut zu wissen. Ah, genau, da kann man hosten, beitreten. Ja, Teams 2, Mission. Erstellt von Rockstar, man kann ja auch. Ah, Wertung. Ah, okay, die haben Wertung. Man kann ja auch selbst was erstellen. Muss mir jetzt übrigens noch Patch runterladen und so, das neue Update halt, dieses Strand-Update da. Team ausgewogen, Einstellung. Aktuell, ich will doch keins hosten. Pistole. Ich könnte jetzt kaufen, aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Auswählen. Ne, Moment. Ja, und jetzt? Ah, Einstellung bestätigen. Toll, ich bin da alleine, oder was? Aus aktueller Sitzung. Ah, einladen. Alle aus der aktuellen Sitzung. Warum habe ich jetzt aufgemacht, weil keins an war gerade, oder was? Spielen, ich lade jetzt mal alle ein. Einladen, komm. Was blockiert? Achso, man kann das blockieren, dass man nicht eingeladen werden wird. Kommt, nimmt an. Spielen. Achso. Toll, jetzt muss ich warten. Kommt, nimmt die Einladung an, zockt mit mir. Ich möchte hier das Tutorial überwältigen. Da steht auch Ausdauer, Schießen, Schleichen, okay. Bitte.
Bier-Suchen offen. Okay. Meine Freunde. Ah, meine Freunde kann ich da einladen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon geht im Tutorial. Hallo. Was soll ich denn bitte machen? Alleine spielen ist langweilig. Jetzt nimmt das an. Nochmal einladen. Geht nicht. Achso. Achso, den kann ich einzeln einladen. Haben da schon. Sieht man das irgendwie? Wo sind die Blockierten weg? Hin? Sind die weg? Muss ich das machen? Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann ja nichts machen, wenn da keiner annimmt. Das ist behindert irgendwie. Nein, nein, nein. Team ausgewogen. Ein. Wetter, Radio. Bestätigen. Hallo. Ich kann nichts machen. Entweder bin ich zu dumm oder ich muss echt warten. Ich guck mal, wenn ich jetzt zurückgehe, was dann passiert. Okay. Anscheinend geht's jetzt weiter. Das ist jetzt mies gelaufen, aber ich kann ja nichts machen. Okay. Ich kann ja echt nichts machen, wenn hier keiner reingeht und mit mir spielen will. Da steht mein Auto. Okay. Ich bin jetzt auf mich gestellt. Okay. Ja, das haben wir schon gelesen. Ah, Moment, war das eben schon? Hat das eben schon gestanden? Ich bin jetzt auf dich gestellt. Auf mich gestellt. Weil unten auf der. Auf dem Radar ist jetzt einiges markiert. Das heißt, wir sind eigentlich durch im Prinzip. Mit dem Tutorial. Ich warte noch ein bisschen. Bis der Text weggeht, ob da noch was kommt. Aber man kann es auf dem Radar jetzt schon sehen. Ja, ja, das haben wir herausgefunden eben. Oh, es war ein sehr langes Tutorial, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke. Fast 50 Minuten, ein bisschen weniger. Okay. Missionen sind verfügbar, sehr schön. Gut, dann habe ich das jetzt leider nicht gezeigt, aber was soll ich machen? Kann ja nichts dafür. Dann müsst ihr warten auf Part 2, wenn wir dann anfangen mit dem Gast, den werdet ihr dann, ihr werdet dann sehen, wer das ist. Wenn ihr es noch nicht wisst, lasst euch einfach überraschen. Ich würde da gerne warten, bis alles gesagt wurde. Okay, nein. Freunde suchen, ja, ja, ja. Das ist nervig, aber ich möchte das alles zeigen. Nicht, dass sich jemand beschwert, warum zeigst du das nicht? Wer ist eigentlich auf dem Server alles? Okay, kann man das irgendwie wieder wegmachen? Ah ja, nochmal. Gut, ich habe eine halbe Mille, yay. Oh, wo ist er? Da geht's irgendwie ab. Okay, gut, dann hier sehen wir sehr viel zu tun. Das machen wir dann alles. Ich würde sagen, das war's mit dem Tutorial. Und Part 2 geht es dann so richtig los, dass wir dann sehr viel Spaß machen, das Projekt, denke ich mal. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.